Zuerst konnte Littlefoot nur an seine Mutter denken. Seinen Hunger bemerkte er kaum und er vergaß das große Tal und dass er es irgendwie erreichen musste. Littlefoot. Littlefoot. Mein lieber Littlefoot, erinnerst du dich an den Weg ins große Tal? Folge der hellen Scheibe. Vorbei an dem großen Felsen, der wie ein Langhals aussieht, und vorbei an den Bergen, die brennen. Ich werde in deinem Herzen sein, Littlefoot. Lass dich von deinem Herzen leiten. Dann wusste Littlefoot mit Gewissheit, dass er allein war. Und obwohl das große Tal weit weg und die Reise dorthin gefährlich war, würde er seinen Weg finden müssen oder die Kette des Lebens würde zerreißen. Zu denen ich gehöre. Und die sind auf der anderen Seite. Also, ich habe überall nachgesehen. Du kannst nicht auf die andere Seite klettern. Vielleicht kannst du es nicht. Warte, ich laufe zum großen Tal. Wir könnten uns doch gegenseitig helfen. Ein Dreihorn braucht keine Hilfe von einem Langhals. Wenigstens werden wir nicht allein. Also, wenn ich meine Schwestern finde, dann bin ich nicht allein. Und deshalb hau ab! Dreihörner können sehr gefährlich werden. Sie reden nur mit anderen Dreihörnern und sie reisen nur mit anderen Dreihörnern.